Hi, willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die brandneue Insta360 Evo Cam. Eine 360-Grad-Kamera mit einem kleinen besonderen Special-Feature, welches ihr gleich erfahren werdet. Kurz vorab, das Gerät wurde mir vor circa einer Woche, also eine Woche vor Release, dann von Insta360 zur Verfügung gestellt. Das ist kein bezahltes Review, die haben das Video auch nicht irgendwie, bevor es online gegangen ist, angeschaut oder sonstiges. Nein, ist natürlich meine eigene offene und transparente Meinung, aber wie gesagt, trotzdem, das Gerät wurde mir eben zur Verfügung gestellt. Es ist persönlich meine erste 360-Grad-Kamera, die ist sogar kompatibel mit der Oculus Go. Da gibt es eine eigene App, da könnt ihr das Footage dann direkt in der VR-Brille anschauen. Hat mich wirklich umgehauen, das Teil, gerade in technischer Hinsicht. Ich habe ja wirklich, seit ich jetzt YouTube mache, einiges mit den neuesten technischen Innovationen zu tun, und so ein faltbares Smartphone-Display oder so, das hat mich auch schon mal jetzt wieder mal beeindruckt seit langem, aber das Ding hat mich wirklich umgehauen, als ich dann das Footage wirklich in VR angeschaut habe. War der helle Wahnsinn. Viel Spaß mit meinen ersten Eindrücken zur Insta360 Evo. Die Insta360 Evo ist meine erste 360-Grad-Kamera und hat mich wirklich mehr als nur beeindruckt. Warum erfahrt ihr jetzt? Eine 360-Grad-Kamera funktioniert eigentlich relativ simpel. Es müssen mindestens zwei Kameras verbaut sein, welche gegenüberliegend im Gehäuse sitzen und mindestens jeweils 180 Grad erfassen können. Die Software errechnet dann aus beiden Aufnahmen ein 360-Grad-Sichtfeld, welches euch den Moment nochmals erleben lässt. Die Insta360 Evo kommt in einem mattschwarzen Finish daher, fühlt sich extrem hochwertig an und hat zwei Kameras verbaut, Voraussetzung eben für das Filmen in Rundumsicht. Geladen wird sie über Micro-USB. Für 2019 schon fast ein Scherz, wenn ihr mich fragt, dass hier noch kein USB-C zum Einsatz kommt, aber nun gut. Im Lieferumfang liegt außerdem dieses extrem nützliche Dreibein-Stativ bei. Es ist sehr, sehr leicht, ist aus Aluminium, nehme ich mal an, gefertigt, wirkt auf jeden Fall stabil. Könnt ihr entweder direkt an die Kamera dran schrauben, 3/4 Zoll Gewinde, oder eben hier dann eben an den Selfie-Stick, der ebenfalls im Lieferumfang beiliegt. Dieser hat so eine Teleskopfunktion. Ihr seht schon, lässt sich extrem lang ausfahren, ja. Und das ist das Coole dann, da könnt ihr so einen Effekt erzeugen, dass die Kamera praktisch über euch schwebt. Denn der Selfie-Stick wird durch die Software wieder ausgeblendet und so habt ihr dann wirklich einfach eine Kamera, die über euch filmt und schwebt von allen Perspektiven, wenn ihr das Teil dann so haltet, und ist auf jeden Fall nice gemacht. Das Videomaterial speichert die Kamera auf einer Micro-SD-Karte. Bis zu 128 GB werden hier unterstützt. Die Kamera nimmt in 5,7K mit 18 Megapixeln auf. Klingt erstmal viel, ist es auch, aber ist es irgendwo dann auch nicht. Denn die Auflösung bezieht sich immer auf das gesamte 360-Grad-Video. Das heißt, effektiv habt ihr in eurem Sichtfeld eine Auflösung von etwas mehr als Full HD. Trotzdem möchte ich mich hier über die Auflösung nicht beschweren. Die ist mehr als zufriedenstellend für eine 360-Grad-Kamera im Consumer-Bereich. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Video, wie wir es bisher kennen, katapultiert ein 360-Grad-Video in Verbindung mit einem VR-Headset den Nutzer nochmals in das Erlebnis zurück. Wer Black Mirror kennt, weiß, was für ein Zukunftsgedanke das bisher immer noch gewesen ist. Es scheint fast so, als würde man den Moment immer wieder auf Abruf erleben können. Die Insta360 Evo ist kompatibel mit der Oculus Go. Binnen weniger Sekunden könnt ihr also ein 360-Grad-Abbild eures Umfelds erstellen und dieses per WLAN auf der Oculus Go direkt wiedergeben. In der zugehörigen Insta360 Smartphone-App könnt ihr das Bildmaterial übrigens sehr einfach bearbeiten. Die App bringt einige nette Features wie Timelapse, die Ansicht von oben und die Tracking-Funktion mit sich. Was mir direkt beim ersten Betrachten eines Videos in der VR-Brille aufgefallen ist, ist die lächerlich gute Stabilisierung. Ich habe keine Ahnung, was die Software hier macht, aber das Footage sieht einfach unglaublich smooth aus, fast wie mit einem Gimbal gefilmt. Aber Insta360 hat doch kürzlich erst die Insta360 One X rausgebracht, oder? Die hatte doch dieselben Specs. Ja, da gebe ich euch fast recht. Wer genau hingeschaut hat, wird aber bemerkt haben, dass sich hinter diesem neuen Modell ein Klappmechanismus verbirgt. In aufgeklapptem Zustand könnt ihr 180 Grad in 3D aufnehmen. Durch das Vorhandensein von zwei Kameras entsteht im VR-Headset beim Betrachten der Aufnahme wirklich ein extrem guter 3D-Effekt. Beeindruckend. Dieser Effekt verstärkt das gesamte VR-Erlebnis nochmal beängstigend mehr. Fazit, was kann ich nach gut einer Woche Benutzung der Insta360 Evo sagen? Also ich muss sagen, erstmal die Verarbeitung gefällt mir sehr, sehr gut. Die App-Anbindung ist top, auch wie das Ganze mit dem WLAN direkt übertragbar ist, da gab es gar keine Probleme, war wirklich ein Plug-and-Play-Erlebnis. 5,7K Videoaufnahme ist auch wirklich für eine 360-Kamera, gerade im Endconsumer-Bereich vom Preis auch akzeptabel. Was sie genau kostet, kann ich euch noch gar nicht sagen, wie gesagt, es kommt erst heute raus, das Produkt, deswegen den Link packe ich euch natürlich, den offiziellen, jetzt in die Videobeschreibung, dort findet ihr dann auch Preise. Ansonsten gefällt mir auch sehr gut der Dynamikumfang des Bildmaterials. Da muss ich sagen, Hut ab. Hier kommt eine spezielle HDR-Technik zum Einsatz, die das Bildmaterial dann dementsprechend auch dynamisch aussehen lässt. Was mich aber wirklich am meisten umgehauen hat, ist einfach dieses VR-Erlebnis. Sobald ihr
die Bildinhalte dann wirklich in der Oculus beispielsweise mal anschaut, dann seid ihr einfach nochmal vor Ort. Ihr könnt den Moment wirklich nochmal erleben. Und das stelle ich mir extrem spannend, vor allem auch in der Zukunft vor, wenn sich das Ganze noch weiterentwickelt. Aber wie gesagt, selbst mit dieser 5,7K-Auflösung hat man hier wirklich schon ein tolles Erlebnis. Ja, wie gesagt, das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor für die Zukunft, wenn man praktisch dann beispielsweise irgendwelche ganz besonderen Momente, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel erste Schritte eines Kindes, wenn man die festhalten kann. Ja, ihr müsst euch vorstellen, die Mutter oder der Vater filmt das, wie das Kind die ersten Schritte macht. Und 10 Jahre später schaut sich das Kind dann mal selbst die Aufnahmen an, sieht sich selbst laufen, aber sieht auch die Reaktion der Mutter oder die Mutter und der Vater, die schauen sich es auch nochmal nach 10 Jahren einfach so als kleines Flashback an und man erlebt diesen Moment einfach nochmal. Man ist wirklich nochmal vor Ort. Und das ist wirklich eine ganz, ganz neue Art, letztendlich die Dinge nochmal zu sehen. Nicht nur in Form eines Films, sondern wirklich in Form eines kompletten Inhalts. Man nimmt hier wirklich einfach alle Momente wahr und das macht es für mich so besonders die Insta360 Evo jetzt beispielsweise. Was mir auch ebenfalls sehr gut an der App gefällt, eben, dass man da die Bildinhalte direkt schneiden kann und da auch verschiedene Modis eben wählen kann. Gerade die Timelapse-Funktion kann sehr, sehr cool sein oder auch Tracking. Da gab es in der App auch so Beispiele wie beim Sport beispielsweise, ihr müsst euch überlegen, beim Basketball, jemand dankt, ja, ihr filmt alles in 360 und ihr verfolgt dann einfach den Ball. So, das sind ganz neue Möglichkeiten, also deswegen auch im Sportbereich sehr, sehr cool. Aber für mich, wie gesagt, eben mein persönlicher Favorite, eben das Festhalten von ganz besonderen Momenten und das dann eben nochmal zu erleben können in VR. Absolut geniales Teil. Schreibt mir eure Meinung generell gerne mal zu 360-Grad-Kameras in die Kommentare. Wie gesagt, es ist meine erste Kamera, auch meine erste Erfahrung wirklich so mit einer 360-Grad-Kamera und mich hat das Ding komplett umgehauen. Wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaut euch das Produkt gerne mal an. Wie gesagt, Link dazu in der Videobeschreibung. Wir sehen uns schon beim nächsten Video. Folgt mir gerne auch auf Instagram, um auch in Zukunft nichts mehr behind the scenes zu verpassen. Und lasst mir hier auf dem Kanal auch gerne ein Like und vor allem ein kostenloses Abo da. Dann verpasst ihr hier auf YouTube auch nichts mehr. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao.